Der Ehrentag ist um 10 Uhr mit einem Frühschoppen zünftig bohrisch gestartet. Bei Weißwurst und warmer Leberkäse stimmte Wolfi Berger alias der Fälscher die Mitglieder, geladenen Ehrengäste und Fanclubs mit einer von ihm für diesen Anlass geschriebenen Fanclub-Hymne ein. Auch das Festprogramm wurde gemeinsam mit Präsi Rudi Grabmeier vorgestellt. Ein absoluter Hingucker war die Zeitreise durch 25 Jahre Fanclub-Geschichte und die größten Momente. Viele originale Fanartikel und inzwischen extrem wertvolle Raritäten waren ausgestellt. Das Präsidium hatte sich eine Menge Gedanken gemacht, um dieses Fest einmalig werden zu lassen. Warum hat sich der Fanclub am 20. Januar 1995 gegründet? Warum, weiß ich nicht mehr ganz genau. Es war eigentlich eher so eine Laune heraus. Wir haben ja damals keine Not gehabt. Es hat Karten im Übermaß gegeben. Es hat keinen Grund gegeben zum Fanclub gründen. Aber es war einfach so eine Geschichte. Hey, wir können eigentlich einen Fanclub machen. Und nachdem ich schon damals die Fahrt organisiert habe, war es irgendwie klar, dass ich Präsident mache. Und habe ich noch ein paar gefunden. Und 25 Leute haben wir gebraucht, dass wir diese Gründungsformalitäten erfüllt haben vom FC Bayern. Und dann waren wir halt 32 und es war, ja, vor 25 Jahren. Ihr habt halt eine riesen Ausstellung aufgebaut. Erklär doch bitte mal die Highlights von der Ausstellung von 5 Jahren, 10 Jahren, 15, 25 Jahren. Was waren eure Highlights waren? Ja, es ist grundsätzlich so, dass wir brutal viele Highlights gehabt haben. Unglaublich viel Geschichte haben wir auf 25 Jahre, was normalerweise nicht üblich ist für einen Verein. Darum haben wir versucht, in einer Zeitreise die allerwichtigsten Erlebnisse zu dokumentieren. Und es geht los natürlich mit der Gründung. 96, der UEFA Cup-Sieg, der erste große internationale Titel, wo wir dabei waren. 99, das Champions League-Finale in Barcelona, ein Wahnsinn für alle. Und dann ist es losgegangen mit 2001. Die Meisterschaft in Hamburg, dann das Champions League-Finale in Mailand, unser erster großer Titel in der Champions League. Und so ist es weitergegangen. Dann haben die Weihnachtsfeiern gekommen mit Kahn, mit Magath. 2010 der Wahnsinn mit den drei Flügern nach Madrid. 2011 das Traumspiel gegen die Stars vom FC Bayern. Und so ist es weitergegangen und weiter und weiter. Und das haben wir alles in einer Zeitreise wirklich von 95 bis 2020 haben wir es versucht zum Darstellen auf so einem Banner und auch auf unserem Gründungsschal jetzt. Ein Wahnsinn, dass wir in 25 Jahren 16 deutsche Meistertitel gehabt haben, 11 Mal DFB-Pokal, eine irrsinnige Quote. Und da halt auch wirklich ein Highlight, das unser Traumspiel war. Die Ribéry-Weihnachtsfeier, die Weihnachtsfeier mit Thomas Müller. Also es waren so viele Erlebnisse, unglaublich. Gegen Mittag war es dann soweit. Ehrengast Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern, wurde gemeinsam mit Rudi Grabmeier in den vollbesetzten großen Saal standesgemäß empfangen und mit Stern des Süden von Johannes Grabmeier, Sohn vom Red Bulls-Chef, gekonnt auf der Trompete hereingespielt. Herbert Hainer ist sehr frisch in Amt und Würden und viele Fans noch nicht so präsent. Er ist Nachfolger von Uli Hoeneß und seit 15.11. der mächtigste Mann beim größten Verein der Welt und ein echter Niederbayer. Der perfekte Ehrengast für den größten Fanclub des FC Bayern in Niederbayern. Und er war bestens gelaunt, ist ja der FC Bayern wieder endlich an der Tabellenspitze. Ich bin natürlich überglücklich, dass wir wieder Tabellenführer sind und dass ich heute die Tabellenführung praktisch als Geburtstagsgeschenk an die Red Bulls Taubenbach mitbringen konnte. Landrat Michael Fahrmüller, ebenfalls stolzes Mitglied im Fanclub und glühender Fan, sprach ein paar Grußworte, gratulierte zum Jubiläum und bedankte sich bei dieser Gelegenheit persönlich beim FC Bayern für die geleistete großzügige Spende von 300.000 Euro und Unterstützung bei der Flutkatastrophe 2016. Für Herbert Hainer war es eine große Ehre, beim 25-jährigen Jubiläum mit dabei zu sein. Das war für mich eine Selbstverständlichkeit, als der Rudi mich im Stadion angesprochen hat. Ich bin ja Niederbayer und ich schätze die Fans unheimlich. Und wenn jemand sowas auf die Beine stellt, 25 Jahre, mehr oder weniger Tag und Nacht für den FC Bayern München da zu sein, dann hat er das verdient, dass ich auch hierher komme. Eines von vielen Highlights war der große Rückblick auf 25 Jahre Vereinsgeschichte. Mit Spannung wurde auch die anstehende Talkrunde erwartet. Gibt es aktuelle Infos zu neuen Spielern oder in der Trainerfrage? Die erste und wichtigste Frage aber ging gleich an beide. Und sowohl Herbert Hainer als auch Rudi Grabmeier beantworteten die Frage,
Seit wann seid ihr Fans des FC Bayern? Ja, schon immer. Mit der täglichen Arbeit eines Präsidenten waren dann die Antworten schon viel unterschiedlicher. Denn als FCB-Präsi hat man Gott sei Dank keine Arbeit mit Tickets, schmunzelte der Ehrengast. Beim Thema Traumspiel wollte Wolfi Berger wissen, welcher Kraftakt dahinter steckt und ob es auch künftig unter der Regie von Herbert Hainer als Chef des FCB weiterhin solche Fanfestspiele geben wird. Natürlich wollen wir das weiterhin beibehalten. Die Fans und Fanclubs sind unsere wichtigste Basis, das wird auch immer so sein. Insgesamt war es eine sehr interessante Runde mit vielen Fragen und einem extrem sympathischen Ehrengast, der natürlich wieder und dann zum 8. Mal in Folge deutscher Meister werden will. Es wäre nicht gut, wenn es zum Start meiner Amtszeit nicht mit dem Titel klappt, meinte er schmunzelt, was auch für viele Lacher und Applaus im Saal sorgte. Spätestens beim nächsten Finale daheim, im Jahr 2022 dann wieder in der heimischen Allianz Arena, soll der Titel in der Champions League gelingen. Um dieses Ziel zu erreichen, soll und muss auch der Kader immer wieder gezielt verstärkt werden. Leroy Sané ist nach wie vor ganz heiß im Rennen und insgesamt wird immer der Markt beobachtet. Ob es die ganz großen Summen und Ausgaben geben werde, bleibe offen. Für den Präsidenten des FC Bayern sind solche Fans wie die der Red Bulls Taubenbach sehr, sehr wichtig. Nur durch unsere Fans sind wir das geworden, was wir heute sind, der größte Fußballclub der Welt. Zum Abschluss überreichte das aktuelle Präsidium für 25 Jahre Präsident seit der Gründung an Rudi Grabmaier eine schöne Karikatur, natürlich überwiegend in den Farben Rot und Weiß. Herbert Hainer würdigte auch Rudi Grabmaier und sein Ehrenamt, was er 25 Jahre geleistet hat. Ich habe es ja gerade vorher schon gesagt, ich bewundere das. Ich meine, das ist ein Ehrenamt, wer so viel Zeit, so viel Engagement, so viel Leidenschaft investiert, um so einen Club auf die Beine zu stellen und den dann auch noch 25 Jahre zu führen, der hat höchsten Respekt verdient. Sportlich ging es dann noch am Kicker weiter. Landrat Michael Fahrmüller und erster Bürgermeister der Gemeinde Reuth, wo Taubenbach beheimatet ist, durften zum Spiel gegen die Präsidenten Herbert Hainer und Rudi Grabmaier antreten, wobei die Politik mit 0-3 klar das Nachsehen hatte und der Präsident des FC Bayern mit einem seiner platzierten Schüsse aus der Abwehr und dem Tor zum 2-0 sein Können zeigte. Insgesamt sind 56 Mitglieder seit 25 Jahren den Verein treu verbunden. Darunter noch 29 Gründer von den ursprünglich 32. Die beiden Präsidenten überreichten entsprechend gerade unterzeichnete Urkunden und den Jubiläumsschal an die anwesenden Jubilare. Bestimmt wird alles, so auch das gemeinsame Foto, einen Ehrenplatz bei jedem einzelnen geehrten Platz finden. Nach dieser Ehrung wurde auch der Ehrengast entsprechend für sein Kommen gelobt und Geschenke überreicht. Wir wissen, du hast deine Wurzeln in Niederbayern, bist der Sohn eines Metzgers und dazu auch noch sehr sportlich. Bei der Wahl der Geschenke wollte man hier möglichst all diese Bereiche abdecken, sprach Rudi Grabmaier, der ihm zum Dank auch die Ehrenmitgliedschaft im Fanclub überreichte. Der Präsident des FC Bayern nahm die Ehrenmitgliedschaft sehr gerne an. Er ist damit neues Ehrenmitglied und insgesamt die Nummer 10 im Verein. Der Weg durch das Vereinsmuseum bis hin zum Fanartikelstand wurde begleitet von vielen Gästen und gerade viele Kinder hatten Foto- und Autogrammwünsche, die allesamt erfüllt wurden. Der Ehrengast konnte sich an viele Ereignisse sehr gut erinnern und zeigte sich begeistert von der 25-jährigen Zeitreise und Ausstellung des Fanclubs. Gemeinsame Bilder mit den anwesenden Fanclubs und weitere Foto- und Autogrammwünsche, bis die riesige Geburtstagstorte von Fanclub-Mitglied und Zuckerbäcker Christian Mühlberger in den Saal gebracht wurde. In mühevoller Arbeit waren auf der ca. 1,40 m x 1 m großen Torte alle großen Highlights der 25-jährigen Vereinsgeschichte verewigt. Was für eine gigantische Geburtstagsfeier mit einem Ehrengast, absolut sympathisch und bestimmt der beste Nachfolger von Uli Hoeneß als Präsident des großen und geliebten FC Bayern.